Für Ines Barton und Co. ging es hinein in die Halle Bergfidel. Mit dabei natürlich die lautstarken Fans des USC Münster, aber auch die des Gastes aus Hamburg. Der USC nach den Niederlagen gegen Wiesbaden und in Berlin auf Wiedergutmachung aus. Das sollte doch gegen den tabellenletzten VT Aurubis Hamburg gelingen. Doch die Partie gegen den Absteiger aus dem Norden begann alles andere als positiv für das Büring-Team. Hamburg war von Beginn an voll da und forderte den Gastgeber in allen Belangen. Schnell führte Hamburg mit 8:5. Münster hatte Schwierigkeiten, Timing und Tempo zu finden. Erst Sarah Petrausch sorgte hier mit diesem Punkt für erste Jubelarien auf Seiten des USC. Und siehe da, plötzlich war die nötige Konzentration da. Und wir blicken mal auf Zuspielerin Thees von Pickards. Erst der gute Aufschlag und dann geht es selbstbewusst nach vorne. Ja, das kann doch, das wird doch, das muss doch. Jawohl, Punkt für den USC Münster. Doch diese Freude hielt nicht lange an. Münster spielte einfach einen zu schlechten ersten Durchgang. Der Gast kam in vielerlei Hinsicht zu einfachen Punkten. Und genau dies gefiel Münsters Coach Axel Büring überhaupt nicht. Ja, und mit dieser Szene war der erste Satz dann auch gegessen. Hamburg machte das 25:18 und damit stand es 0:1 aus Sicht der Unabhängigen. Wir schauen in den zweiten Satz und natürlich gab es genug Redebedarf. Doch so einfach kam der USC nicht aus seiner Lethargie heraus. Hamburg einfach spritziger, frischer und wie hier mit Ideen. Auch Durchgang 2 ging mit 26:15 an die Norddeutschen. Ja, und was dann in der Pause und der dazugehörigen Kabinenansprache passierte, das wissen nur die USC-Mädels selbst. Egal, Linda Dörendahl und Co. kamen wie ausgewechselt zurück auf die Platte, denn plötzlich war das junge Team da, Ashley Benson mit dem tollen Punkt. Und weiter ging es. Münster nun richtig stark. Leonie Schwertmann sorgte für erneute Freude im USC-Lager. Am Ende holten sich die Grünen diesen Durchgang mit 25:20. Und auch der darauffolgende Satz war von der Münsteraner Dominanz geprägt. Die Mannschaft von Trainer Axel Büring gewann diesen mit 25:16 und rettete sich damit in den Tiebreak. Der USC hatte also schon mal definitiv einen Zähler auf dem Konto. Doch in diesem fünften Durchgang ging es ganz eng zur Sache, ehe Ashley Benson hier die Weichen auf Sieg stellte. Die US-Amerikanerin steht quasi in der Luft und dann kommt der rechte Hammer. Beim Stande von 14:13 hatte Münster nun endlich Matchball und erneut ist es Benson, der den Sack zumacht. Der USC gewinnt ein packendes Spiel gegen Hamburg mit 3:2 und wahrt damit alle Chancen auf die Playoffs. Wir lieben es scheinbar, 5 Sätze zu spielen und können es nicht schaffen, mal 3-1 oder 3-0 vielleicht auch mal dazwischen zu haben. Wir müssen es einfach immer spannend machen, damit die Zuschauer auch ja wiederkommen. Wir haben 2 Sätze wirklich schlecht gespielt. Und das ist was, was uns in dieser Form in der Saison noch nie passiert ist. Wir werden sehr, sehr viel Krafttraining machen, weil wir haben noch einiges vor in der Saison. Wir empfangen am Sonntag in 2 Wochen die Überraschungsmannschaft aus Aachen. NRW-Duell, da wollen wir zeigen, dass wir einen Schritt gemacht haben, dass wir besser geworden sind und dass wir mithalten können.